Wildhüter ist interessant, ein schöner Beruf, der sicher sehr vielseitig ist. Es geht nicht nur um Wildtiere, sondern auch, Kontakt mit der Bevölkerung, mit den Behörden. Dass man das pflegt und gute Zusammenarbeit hat. Nachher auch, dass man viel aus der Natur ist. Die Abläufe, die jahreszeitlichen Abläufe kann beobachten. Gerade die Frühling, Herbst ist interessant. Sommer natürlich auch. Ging sehr intensiv. Seit 33 Jahren ist der Paul Schmid als Wildhüter im Berner Oberland unterwegs und ist verantwortlich für Tier und Natur im Kiental und unteren Kandertal. Gerade wenn es um das Zusammenspiel zwischen Wildtier und den Menschen geht, ist er an vorderster Front. So startet sein Arbeitstag mit einem Einholen von einer lebendigen Falle. Ich habe hier in diesem Haus in 7 Schläfer gewohnt. Und ich habe alle Nacht Lärm gemacht zwischen der Wand. Die Leute konnten nicht schlafen. Jetzt habe ich hier eine Viper-App-Falle aufgestellt. Dann haben wir 3, 7 Schläfer fahren. Und haben sie umgesiedelt. Also im Wald auch um ein Haus gesetzt, dass die Leute hier Ruhe haben, um mich zu schlafen. Wildtiere zu helfen und dann zu sehen, wie sie wieder ab in die Freiheit gehen, ist sicher einer der schöneren Momente in einem Tag von einem Wildhüter. Aber wie es in der Natur so ist, nicht alle Tiere sind immer gesund und sterben auch irgendeinmal. Die Aufgabe ist schon die Beseitigung von Fallwild. Sämtliche kranke, tote, verletzte Tiere sind meldepflichtig. Sind wir Gott froh, wenn die Meldung zum Wildhüter kommt, dass wir dort schauen können, was passiert ist, was los ist. Dass man auch kranke Tiere kann beseitigen kann. Zur Vermeidung von Tierseuchen zum Beispiel. Weil Wildtiere und der Mensch sich den Lebensraum teilen, kann es auch zu Schäden kommen. So zum Beispiel bei Tannen oder Feldern, wo Landwirte gehören. Die kantonale Wildschadenverordnung schreibt dann vor, wie viel Entschädigung ausgezahlt wird. Beim Entschädigen kommt auch die Erfahrung zum Tragen. Im Frühling und Herbst werden jeweils die Wildbestände gezählt und dann wird je nach Stückzahl näher vergütet. Immer an der Seite von Paul Schmid ist sein Dienst und Hardy. Seine Aufmerksamkeit und die gute Nase sind für einen Wildhüter eine grosse Hilfe. Unsere Dienststunde, die wir haben, die sind eigentlich alle zusammen ausgebildet als Schweißhund. Das heisst, die Suche von kranken, verletzten Tieren. Das ist die Hauptaufgabe von einem Wildhüterhund. Und der Hund, wenn wir unterwegs sind, der zeigt natürlich auch viele Sachen, die man nebendurch laufen, wo der Hund einfach Nase hat. Und man eigentlich durch einen Hund aufmerksam gemacht wird. Es ist ein sehr wichtiger Begleiter so für einen Wildhüter, der Diensthund. Zum Wildhüter gehört nicht nur der Hund, sondern auch ein Auto voll mit Ausrüstung. Vom Feldstecher bis zur Hundeleine ist alles dabei. Und die Bewaffnung darf natürlich auch nicht fehlen. Wir haben eine Dienstpistole, die vor allem dazu dient für den Selbstschutz. Man kann auch spezielle Munition verschießen, die man gerade stärker schwillt, kann erlegen damit, wenn das mit schweren Verletzungen auf der Straße liegt, dass man auch mit der Dienstwaffe, mit der Dienstpistole, das Tier erlegen kann. Daneben hat der Paul Schmid noch 2 Gewehre mit verschiedenen Kalibern, um auch größere Tiere wie der Rothirsch zu erlösen. Nicht nur mit den Wildtieren muss ein Wildhüter umgehen, sondern auch mit den Menschen. Gerade in Naturgebieten muss man ein Auge drauf haben. Mir ist wichtig, dass es die Verhaltensregeln in diesen Schutzgebieten vorhanden sind. Sei das in einem Wildschutzgebiet oder in einem Naturschutzgebiet, haben wir Verhaltensregeln. Der Appell an die Leute, die sich daran halten, seid vernünftig, die Vorschriften nicht umgehen. Wir kontrollieren das nach Möglichkeit, auch kontrollieren, dass die Sachen eingehalten werden. Eben zum Beispiel Hunde an die Leine nehmen, Wege nicht verlassen. Routen einhalten, sei das Schneeschuhrouten, Skitourenrouten. Sich möglichst so bewegen, dass man das Wild möglichst nicht stört. Weil wir sind das dem Wild schuldig, dass man ein vernünftiges Verhalten in der Natur.
Die Arbeit wird für die Wildhüter nicht weniger. Vor allem gerade jetzt, wo irgendwie mehr Menschen den Weg in die Natur suchen. Darum sind Paul Schmid und seine Arbeitskollegen jeden Tag unterwegs. Zum Wohl der Tiere und der Natur.